Hallo? Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie wir Bilder in Word einfügen und die dann zurechtschieben, wie wir das wollen und auch ein bisschen formatieren. Heute schauen wir uns mal etwas Ähnlicheres an, wie man Smart-Objekte einfügt. Dazu habe ich mich hier schon mal so eine richtig langweilige Liste eingefügt. Also Baum, Pflanze, Strich. Bevor wir jetzt starten, möchte ich euch noch kurz eine Webseite zeigen. Ich werde die jetzt einfach öffnen. Das ist Pixabay. Hier bekommt ihr einfach gratis Bilder. Die könnt ihr auch nutzen. Ich gebe jetzt zum Beispiel mal auf. Werde mir jetzt zu jedem Punkt, den ich mir jetzt gemacht habe, werde ich mir jetzt Bilder downloaden. Wenn er das Ganze hier natürlich mitmacht. So, ich nehme einfach hier gleich mal das hier. Dann geht ihr einfach auf Downloaden. Wird die hier dann, weil ich es kleiner brauche, eh in diesem Format. Dann ist es möglich, dass er mich natürlich hier noch fragt, ob ich mich anmelden möchte. Dann sagt er, ja, okay, jetzt bin ich zurück. So, das ist gedownloadet. Ja, dann will ich bauen. Manchmal ist es auch so, dass ihr mit englischen Stichwörtern mehr, also quasi bessere Suchergebnisse bekommt. So, was hatte ich noch für ein? So. Baum, Pflanzen noch. Lädt bei mir jetzt leider extrem. So, nehme ich das hier. So, habe ich meine drei Bilder jetzt in meinem Download-Verzeichnis. Dann gehen wir wieder zurück in Word und starten hier mit dem Tutorial. Also, ich habe hier meine Liste, die ich hier jetzt langweilig aussieht. Ich könnte hier natürlich die Bilder jetzt daneben einfügen, aber was hat das für einen Sinn? So, wir wollen natürlich wieder mal was einfügen. Das heißt, ich gehe hier auf Einfügen und wir sehen hier schon beim Einfügen Illustration, kann ich hier ein Smart-Objekt einfügen. Was ist denn das wieder? Wir sehen hier schon, ich kann hier durchscrollen und sehe hier schon tausende Vorlagen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit. Ja, sagen wir das da. Klicke hier auf OK. Sehe hier schon, dass ich hier etwas eingefügt bekommen habe. Kann hier einfach mal auf das erste Bild klicken und dann hier natürlich einfügen. Aber ich kann das auch natürlich einfach bei Drag and Drop mit rausziehen. Könnte das ersetzen? Macht er nicht? Macht er das nicht? Vorzeige. So. Okay. Will er nicht machen. So, ich glaube, ich habe gerade mein Dokument zerstört. So, also nochmal einfügen. Art Objekt. Dann welches hatten wir? Das mit diesem, das hier. Dann klicke ich hier drauf. Sage hier dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt Doppelklick sollte gehen. Oder ich kopiere es einfach. Kopieren. Einfügen. Das Bild kann nicht angezeigt werden. Okay, warum kann das Bild nicht angezeigt werden? Ist jetzt wohl der Effekt. Warum will er das nicht? Okay, das zweite Bild geht. Ihr könnt das einfach per String Copy und String V einfach reinkopieren. So, jetzt werde ich das Ganze nochmal mit dem letzten hier versuchen. Vorne hinzufügen. Auch nochmal Copy-Pasten. Okay, es liegt wirklich an dem Bild. Aber es geht mit reinziehen und kopieren. Hier schreibe ich einfach. Wow. Hier. Pflanze. Und hier war. Ich kann sie natürlich dann auch nochmal versuchen mit. Aus der Dateien. Wenn er mich hier gerade. So, okay. Aus irgendeinem Grund ging das Bild nicht. So, wir sehen hier schon, wir haben hier mit ein paar Klicks
ein schönes Design hier gemacht. Ich kann das hier natürlich auch kleiner ziehen, weil es von der Höhe jetzt hier Katastrophe aussieht. Zum Beispiel so. So sieht das eigentlich sehr schön aus. Weil das Ganze ja auf Natur passiert, kann hier oben wieder in meinem Register Smart Design, kann ich hier natürlich Formen hinzufügen. Hier dann so viele ich möchte, weil eine Liste wird nicht so zu lang sein. Wenn dieser Bereich hier, dieser Anzeigebereich hier nicht da ist, könnt ihr den einfach hier per Klick wieder reinziehen. Ich kann hier auch, wenn ich auf ein Objekt klicke, es nach unten verschieben, also tauschen. Oder ich kann es ja auch tief verschieben, also als Unterpunkt. Das ist natürlich auch sehr schönes. Ich kann hier natürlich, so wie man das kennt, hier das Design immer wieder wechseln. Dann kann ich hier natürlich mein Farbdesign, so wie man das von Word kennt, wenn man Vorlagen hat, dass man es bearbeiten kann, wie man möchte. Ich glaube, ich würde das hier nehmen. Dann kann ich es hier natürlich noch mit diesen Effekten wieder belegen, wie man das möchte. Wirkt mir so eigentlich sehr gut. So, wenn wir das Ganze dann haben, dann können wir hier zum Format gehen und haben hier theoretisch das gleiche wie wenn wir etwas bearbeiten möchten. Kann hier wieder durch meine Vorlagen durchgehen, wie wir das kennen. Dann hier natürlich die Farbe, die Hintergrundfarbe. Ich werde das jetzt einfach für alle machen, indem ich String und auf alle Felder klicke. Kann ich alle auswählen. Sage hier zum Beispiel, will dieses Zentrum grün. Dieser Effekt, kann ich nochmal einen Effekt drauflegen. Kann hier dann noch diesen Schatten hier die Farbe des Schattens ändern. Dunkelgrün. Dann natürlich hier noch den Schreibeffekt. Also ich bin ja meistens so ein Fan von so etwas. Dann zeige ich hier noch die Farbe, so dunkelgrün, Kontur, glaube ich, lasse ich auf weiß. Hier kann ich dann wieder den Text dann noch spiegeln. Hier zu machen. Dann natürlich noch weitergehen. Hier zum Beispiel die Farbe. Was sie zum Beispiel auch auf weiß, dann werden diese Schatten hier jetzt ein bisschen erträglicher. Die Größe ziehe ich einfach ein bisschen. Ja, war nicht geplant. Den Winkel wollte ich eigentlich. Zum Beispiel so, dann sieht das so ein bisschen weggezogen aus. Oder so. Der Abstand ist auch meistens wichtig. Den würde ich aber meistens nicht mehr als 5 Pixel oder minus 5. Pixel. Hier haben wir natürlich dann wieder die restlichen Einstellungen, die wir vorher schon gesehen haben. So, was können wir noch? Natürlich wieder ein Alternativtext für die Bilder. Die Position ist hier ausgegraut. Könnte das hier jetzt theoretisch beschrieben. Hier natürlich dann quadratisch oben. Hinter den Text, neben den Text. Dass ich das Ganze hier dann, wie wir das eben kennen, verschieben können. Dann hier natürlich wieder diese Einstellungen, dann die Ausrichtung. Ich könnte hier jetzt einfach vertikal zentrieren. Ich würde das mir jetzt hier ausrichten. Ich werde es einfach mal oben ausrichten. Dann hier natürlich wieder drehen. Weiter die Höhe, werde ich vielleicht mal kurz eine Videoschrift einfügen. Die Natur. Natur. Mache mir das hier ein bisschen mittig. Ziehe mir mein Objekt hier dann noch runter. Naja, Natur sollte man auch richtig schreiben. Okay.
Dokument ist hier Englisch. Addiere mir das einfach hier noch ein bisschen. Roboto und dann hier noch ein bisschen grün und dann kann ich hier noch mit String umschalten, Pfeiltaste nach oben, meine Schrift natürlich auch vergrößern, ich könnte das natürlich auch oben machen und ich habe mir hier einfach schon mit, ich weiß jetzt nicht, ich glaube ich rede hier schon seit 4 Minuten, nur über das Smart-Objekt, natürlich habe ich auch Bilder gesucht, sehr eingefügt und so schnell habe ich mir einfach hier dieses Design zusammengeklickt und es war einfach auch nicht viel Arbeit. Also hören wir uns das Ganze hier nochmal an. Ich bin hier bei Einfügen gegangen, hier einfach auf Smart Objekt, habe mir hier dann irgendwas ausgesucht. Wenn mir das theoretisch dann nicht mehr gefällt, kann ich hier bei Smart Objekt reingehen, suche mir hier ein anderes aus, zum Beispiel so eines. So eines natürlich sieht auch sehr schön aus. So, so. Also man hat hier wirklich mehrere Möglichkeiten. Es gibt hier natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel das da nehme, oder zum Beispiel das hier, dann könnte ich hier noch einen Text einfügen. Ich muss sagen, da hat sich wer Gedanken gemacht und einfach das Arbeiten mit Designs einfach wesentlich schneller gemacht. Praktischer. Okay, dann war es mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Tschüss!